wenn die Kunden reingehen, dann sind sie irgendwie gleich so gefangen von den Räumlichkeiten und auch von mir als Person, wie ich sie empfange. Ich heiße Roswitha Vogt und habe seit 32 Jahren mein Geschäft, das Brokosmetik heißt. Ich habe vor keinem Hauttyp, den man als Kosmetikerin behandeln darf, Angst. Ich kann eigentlich jeder Frau helfen, dass ihre Haut wieder frischer ist, fester ist. Man muss immer schauen, dass sich der Kunde wohlfühlt und ihm zuhört. Und das freut sie einfach. Und das, denke ich, ist mein Erfolg. Ja, Prokosmetik, der Name steht ja schon für professionelle Kosmetik, weil ich mich eben von dem ganzen Klassischen eigentlich verabschiedet habe. Es gibt sehr, sehr viele Hautprobleme, die kosmetisch ganz, ganz toll in den Griff zu kriegen sind. Und mit dieser regelmäßigen Pflege, die man dann eben macht, die Leute eben dann zurechtkommen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Geschäft. Und wenn das jetzt noch, es muss nicht besser werden, es kann so bleiben, wie es ist. Und dann ist es gut. Die Erfahrung von meinen Kunden ist, wenn sie mit diesen Hautproblemen zu mir kommen und auch nach der ersten Behandlung, und dann sind sie einfach total happy und freuen sich, weil die Haut so schön geworden ist. Und dann werden sie einfach Stammkunden.